Moin, hier ist Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. In Svartalfheim geht es weiter mit der Erweiterung Die Zeichen Ragnaröks. Ja, Javi ist hier im Land der Zwerge, um seinen Sohn zu befreien. Aber die Zwerge haben ja mächtig viele Probleme durch den Angriff von Muspelheim, dass Javi einfach denen helfen muss. Aber wir wissen ja, sein Charakter ist nicht unbedingt der beste von Odin. Mal gucken, ja, wie er hier handeln wird. Aber die ein oder andere Nebenquest werden wir auf jeden Fall zugute der Zwerge machen. So, schöne Zwergentore hier. Und was ich noch gesehen habe hier im Menü, wenn man hier im Inventar schaut, ist hier oben rechts etwas Neues. Ist mir ja eben ins Auge gesprungen, als ich hier im Inventar nochmal drin war, dass das neu ist. Und zwar ist das göttliche Landung. Du erleidest keinen Fallschaden in Svartalfheim, solange du 5 Rüstungsteile von göttlicher Güte ausgerüstet hast. Ja, die neue, höhere Stufe, göttliche Items. Ich habe ja hier mein Vampir-Set, was göttlich ist. Davon habe ich 5 Teile an. Also bekomme ich hier keinen Fallschaden. Was aber auch Sinn macht. Ich meine, wir spielen hier Odin. Odin ist ein Isu. Und wenn wir zurückdenken an Assassin's Creed Odyssey, wo wir Cassandra gespielt haben. Und Cassandra war nur ein Halb-Isu, also Mischling. So halb-halb, halb-Mensch, halb-Isu. Und sie hat in Odyssey auch keinen Fallschaden bekommen. Und jetzt kriegen wir hier als Odin natürlich auch keinen Fallschaden, wenn wir hier in Svartalfheim unterwegs sind. Sehr schön. Also, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier. Und danke für den Daumen nach oben in der letzten Episode. Und schauen wir mal, was hier der Stallmeister hier anzubieten hat. Suchst du einen Gefährten, dessen Wort etwas wert ist? Kauf dir ein Tier. Nur denen kann man heutzutage noch trauen. Und da haben wir wieder die Stimme von Ratatosk. So, aber ich kenne die Stimme natürlich auch noch aus vielen, vielen Serien. Auch noch aus einer meiner Lieblingsserien, wo mein Name hier vom YouTube auch herkommt. Angelus. Ne? Ich habe ja immer viel Buffy geguckt. Und in Angel gab es einen Charakter, auch mit der gleichen Synchronstimme wie die hier. Ich habe den Namen vergessen. Die war bei Angel, kam aus einer anderen Dimension. Komme ich jetzt echt nicht drauf auf den Namen. Ist natürlich später mit Wesley zusammengekommen und wurde dann auch von Dämonen besessen. Was ist die Geschichte hinter deiner Verbitterung? Ach, der Klassiker. Sie trifft ihn, sie heiratet ihn, er hat eine Affäre mit einer dahergelaufenen, rosenwangigen Metze. Sie findet's raus. Mitten im Streit überrennen Feuerriesen das Reich. Sie und er fliehen in eine Zuflucht, wo sie zusammen festsitzen. Jeden Tag muss ich seine Fremdgefresse ertragen. Jeden Tag an seine Untreue denken. Ich kann ihm nicht entkommen. Deswegen sage ich dir, Tiere sind die einzigen, denen du trauen kannst. Pferde rammen dir keinen Dolch ins Herz. Können die gar nicht. Hufe und so. Und was ist mit der Metze? Hoffentlich tot. Okay. Die hat schlechte Laune, ey. Ich glaube, die aus Angel hieß Fred. So. Wahre Ansehen, ja. Ist das gleiche? Nee, guck mal, hier, der ist neu. Herin, aber den konnten wir doch auch in Asgard schon beschwören, hier. Das Rentier. Mein Superpferd. Mein Cyborg-Pferd. Mein schwanzloses Pferd. Alles dabei. Und natürlich auch die neue Eisfeuerkatze. Aber ich bleib bei dem. Ich dachte halt, ja, die haben mir vielleicht noch ein neues Angebot. Nee, guck mal, das war ein anderes Rentier, oder? Herin? Und hier oben noch mal? Gut. War das alles? Ja. Keine neuen Pferde. Oder vielleicht gibt's... Was ist die Geschichte? Nein, das kenne ich schon. Sie findet und hoffentlich... So. Neues Vogelfieh? Auch nicht. Nee. War das alles? Ja, ich gehe schon. Boah, die schlechte Laune. Ich lass dich dann mal allein. So, dankeschön. Nützlich machen. Eine Zwergenzuflucht. Warum haben die Zwerge ja nicht keine Bärte? Er kommt mir bekannt vor. Ich kenne dich, ganz sicher. Ja? Du hast bestimmt mal einen Film gesehen, oder? Erstmal in jeden Raum reingucken, bevor wir mit den anderen mitgehen, mit Brot. Ein Händler.
Oh, was in den neuen Welten stinkt denn hier so fürchterlich? Ach, das bin ich. Schon mal über ein Bad nachgedacht? Du riechst, als hätte jemand auf einen verwesenen Kadaver geschissen und dann daneben gekotzt. Kein okay. Bart wird die Schande von mir abwaschen. Ist er zum Handeln hier? Oder um zu spotten? Das war sehr ausführlich beschrieben, wie sie den Geruch wahrnimmt. Oder Harvey ist ja ein Er jetzt. Ist immer natürlich verwirrend, wenn wir hier Eivor sehen, aber eigentlich Harvey spielen. So. Welche Schande klebt denn an dir, welcher Gestank? Wer hat denn auf dich raufgeschissen und dann noch neben dir gekotzt? Erzähl mir von deiner Schande. Einst war ich ein Krieger, Anführer des Trupps, der in unserem Dorf Ordnung halten sollte. Dann kamen die Feuerriesen. Man erwartete von mir, die Verteidigung anzuführen, um den anderen Zeit zur Flucht zu verschaffen. Aber als sie kamen, bin ich... geflüchtet. Ich versteckte mich in der Jauchergrube. Keine Ahnung, wie lange ich in diesem unsäglichen Dreck saß. Aber als ich herauskam, war alles vorüber. Niemand überlebte. Niemand außer mir. Also legte ich meine Axt für immer weg und versuchte, mich hier unten nützlich zu machen. Doch selbst wenn ich mich wundschrubbe, der Jauchergestank bleibt. Ein Schandmal meiner Feigheit. Mein Fluch. Tja, sind schlimme Zeiten, ne? Zeig mir deine Waren. Hast du keinen Titan zu verkaufen? Das könnte ich mal gebrauchen, um meine göttlichen Rüstungen weiter abzudaten, ey. Immer das Material, was am seltensten zu finden ist, ey. So ein Scheiß. Okay, nichts Neues. Das ist auch das gleiche, was ich in Refnatop kaufen kann. Hier auch nichts Neues. Isu-Segel, ne, die kenne ich auch schon. Neue Tätowierung auch nicht. Keine neuen Frisuren. Och, Mann. Ja. Nun geh besser zum Wohle deiner Nase. Okay. Verzeih, ich kann nicht länger hierbleiben. Gott, er hat dir gerade sein Herz ausgeschüttet mit seiner Story und du fängst an zu reiern, Alter. Ja, das ist Ravi, so kennt man ihn. Ist das jemand ein Ase? Ein Ase? Ja. Nicht nur ein Ase, der König der Asen. Zieh dir mal was an, beim Fegen, ey. Wenn Kinder hier vorbeikommen. Hase? Hier? Oh, da oben. Mit dem kann man noch sprechen. Sorry. Du bist stets willkommen. Reda ins Wörtelfheim. Der Kleine kommt viel rum. Wenn man noch an Origins und Odyssey denkt. Der ist einfach überall, der Junge. Erhabener, ich habe Waren für dich. Hatte mich schon gefragt, wann du aufkreuzen würdest. Verscherbelst du mal wieder deinen Tant, ja? Auch erfreut, dich wiederzusehen. Und doch frage ich mich, wie oft sich unsere Wege noch derart kreuzen werden. Oft genug noch, ganz sicher. Wirklich? Obwohl die Dämmerung naht? Das wird noch lange dauern. Du sprichst mit Zuversicht, als könntest du in die Zukunft blicken. Mein Auge sieht tatsächlich sehr weit. Und doch handelst du oft kurzsichtig. Wenn die Dämmerung kommt, dann nicht für mich. Vielleicht bist du gar nicht so einzigartig, wie du denkst. Du hast auch einen Plan. Für Ragnarök. Loki hat mich vieles gelehrt. Und ich habe sein Wissen auf Arten umgesetzt, von denen nicht mal er geträumt hätte. Er hat viele in die Irre geführt. Vor allem dich, wie man so hört. Du vergisst deine Stellung, du Wicht. Dann will ich nichts gesagt haben, Erhabener. Und kaufst du mir wieder etwas Tant ab? Ich erleichtere dich immer gerne um deine hart verdienten Opale. Und wenn du keine hast, kann ich dir helfen, welche zu verdienen. Du führst wieder etwas im Schilde, was? Schön, sag mir, was dir vorschwebt. Viele neiden mir meinen Erfolg, Harvey. Bösartige Gestalten, die meine edlen Pläne vereiteln wollen. Glücklicherweise sind die Söhne Ivaldis auf meiner Seite. Sie wollen nur zu gerne meine Gegner in die Schranken gewiesen sehen. Du hast sie also bestochen.
Der Wert von Gold und Silber mag hier gefallen sein, aber die Zwerge haben dennoch Bedürfnisse, die ich befriedigen kann. Suche nach Mitgliedern von ihnen, die von mir bezahlt werden, und sie geben dir Verträge. Verträge? Ein schönes Wort für eine schmutzige Sache. Sieh dir meine Kleidung an, Erhabener, und meinen Schal. Auf deinen Reisen wirst du viele meiner Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an solcher Kleidung. Tu, was sie sagen, und du wirst reich entlohnt werden, um alles bei mir wieder auszugeben. Das war nochmal eine kleine Einführung für Reda und seine Händlerpartnerschaft, die überall im Land zu finden sind. Weil neue Spieler, die jetzt neu anfangen mit Valhalla, die können ja natürlich auch gleich dieses Mega-Griesen-DLC spielen, ohne dass sie vorher etwas vom Hauptspiel gesehen haben oder kennen. Ne? Und deswegen kriegen sie jetzt nochmal eine Einführung, wie das hier mit Reda funktioniert und den Opalen und so weiter. Aber es ist so storymäßig interessant, dass Reda Loki und Odin kennt und er auch scheinbar sehr, sehr, sehr alt ist, weil wir ihn ja auch in Origins kennengelernt haben, in Ägypten. Immer die kindliche Figur, also ist er vielleicht auch ein Isu oder so? Zeig mir die Lenzer, dein lenzenden Plunder. So, was haben wir denn da? Den habe ich schon. Das ist Orm. Das war auch ein Drache oder sowas. Dann Wikinger-Totenschiff fürs Schiff. Brauchen wir nicht. Valkyrenmantel. Weil das Valkyren-Set ist nicht so schlecht. Sieht ganz schick aus eigentlich, wenn man das haben möchte. Für mich aber nichts dabei. Mystische Hose. Und hier das Shinobi-Set ist allerdings auch ziemlich geil, wenn es um Schaden geht. Ja, die restlichen Teile findet ihr dann im Shop von Valhalla. Ich muss los. Bis bald. Also dann, leb wohl. Ahoi. Ein Becher Ale wäre jetzt genau das Richtige. Ein Becher Ale? Warum kein Met, Alter? So, da ist der Schmied da unten. Da wollen wir auch jetzt hingehen, ne? Reiter, Räder, Dingshändler. Was führt dich her? Weg da. Moment. Wir haben hier noch einen Brief von einem der Zwerge. Brief von Gravaldi. Mein lieber Hallstein, meine liebe Sigrun. Ein kurzes Wort der Warnung. Ich habe erfahren, dass die Eindringlinge vor unserem Netzwerk aus Zufluchtsorten wissen. Sie wollen sie finden und jeden Einzelnen zerstören. Wenn es nur die dümmlichen Feuerriesen wären, hätte ich weniger Sorgen. Aber die formwandelnden Jötner stellen eine größere Herausforderung dar. Wenn sie sich als Zwerge tarnen, können sie sich leicht unter uns mischen. Fast so wie Terminator. Ich muss nun weiter, aber bleibt wachsam und denkt daran. Nur weil jemand wie ein Zwerg aussieht, geht und redet, muss er kein Zwerg sein, oder sie? In Treue verbunden, Gravaldi. Schön, dich zu sehen. Ja, die Jötner mit ihrer Formwandlungsscheiße. Warum bist du hier? Ich will zum Schmied. Da ist er ja. Ich grüße dich, Anführer. Wer ist denn dein Freund? Glaub mir, die Namen kann man sich eh nicht alle merken. Alles, was du wissen musst, ist, Havi hat Quarz. Und eine Armschiene so kunstvoll, dass mein Hammerarm vor Neid ganz schwach wird. Ein wahrlich schönes Stück. Aber nicht so schön, dass man es nicht noch verbessern könnte. Jeder halbwegs brauchbare Schmied sollte dir helfen können, es zu verbessern. Sofern du die richtigen Materialien hast, versteht sich. Na klar. Andere hier werden sich über das Silber eines Fremden freuen. Sieh dich ruhig ein wenig um, wenn du magst. Du kennst mein Ziel. Ich habe keine Zeit, hier zu verweilen. Wer unvorbereitet in die Schlacht zieht, verlangt den Tod. Ich treffe dich am Eingang, wenn du bereit bist. Du solltest nicht hier sein. Nicht am Ausgang? Okay, Quarz sammeln. Quarz, mit dem du deinen Hugathwurf, der Armreif, ne? Oh, der Name ist kompliziert. Verbessern kannst, beutest du in Mühlen, also wo man die Raubzüge macht. Du erkennst diese Orte an einem riesigen Wasserrad. Mhm. Um Quarz zu erbeuten, musst du einen Raubzug mit deiner Truppe Einherja durchführen und dabei nach Quarz veredlern, Ausschau halten und sie plündern. Alles klar. Gut.
Schon wieder da? Mhm. Ich könnte schwören, ich hätte dich gerade erst gesehen. Sagt man bei euch nicht, dass der Klang von Hammer auf Amboss die Zeit schneller vergehen lässt? Wer das sagt, hat in seinem Leben noch keinen Hammer in der Hand gehabt. Womit kann ich dienen? Zeig mal deine Waren. Oder warum bist du hier? Wie kommst, dass du hier bist? Flohst du hierher, als der Einmarsch begann? Ich? Nein, ich war schon hier, in Studien vertieft. Dann kamen die Flüchtlinge. Was gibt es denn hier zu studieren? Vermiculit, Porphyr, Serpentin, gebänderter Gneis, Brektier, Obsidian, Quarz, Gold. Die Erde steckt voller Schönheit, mein Freund. Hier, an diesem geheimen Ort, haben wir alles zu den 1000 Facetten Ymirs gesammelt, der Ursprung aller Schöpfung ist. Einst träumte ich von unglaublichen Möglichkeiten, von Rüstungen aus Stoffen, mit denen nie zuvor gearbeitet wurde. Aber dieser Traum ist so tot, wie viele andere auch. So ist das Schicksal. Ja, so ist es nun mal. Aber in zweiter Reihe haben wir die besten Schmiede der neuen Welten. So, verbessere den Armreif. Boah. Okay. Grundlagen 1 von 3. Hier findest du Einzelheiten über eine bestimmte Kraft, die du mindestens einmal erlangt hast. Verbesserungen. Hier erfährst du Einzelheiten über die Verbesserungen, die du für die jeweilige Kraft erwerben kannst. Kräfte verbessern. Bringe Quarz und Überreste zu einem Schmied in eine Zuflucht, um den Armreif aufzurüsten und deine Kräfte zu verbessern. Ja, was haben wir hier? 10 Quarz kostet das. Uiuiui. Eine zweite Huga-Leiste wird freigeschaltet, sodass du mehr Huga aufnehmen und 2 Kräfte in Folge einsetzen kannst. Okay, das kostet 10. Ist voll wichtig an sich. Fragezeichen, die muss ich erstmal alles noch entdecken. Ich kann das hier verbessern. Nee, es kostet auch zu viel. Die Dauer wird um 35 Sekunden erhöht. Also sind wir länger getarnt. Oder können länger über Feuer laufen. Muspelheim Zorn. Führe einen R2 schweren Angriff aus, um eine Explosion mit einem Radius von 5 Metern zu verursachen. Okay, aber wir müssen getarnt sein. Guck mal, wir gehen getarnt an einen Gegner. Und dann R2 und dann kommt die Explosion. Dann kann man gleich 2 Stück töten, die nebeneinander stehen. Aber es ist sehr auffällig, ne? Da meuchel ich die doch lieber. Wenn du dies tust, fliegt deine Tarnung auf. Da würde ich lieber das hier haben. Für noch eine Fähigkeit. Okay, also ich kann eh nichts verbessern. Ich habe nur 2 Quarz. Das reicht für nichts. Sonst noch Waren? So. Kann ich das hier eigentlich aufbessern? Qualität verbessern kann ich nämlich mein Schwert hier auch göttlich machen, ne? Was kostet das? Ist es umsonst? Dankeschön. Meine Astralklinge jetzt auch göttlich. Nur für den Schaden. Muss besser sein. So, ja, aber da brauche ich hier, ne? Platinbarren. Ein Barren Edelmetall aus Svartalfheim, mit dem mystische Ausrüstungsstücke zu göttlichen aufgewertet werden können. Ein fähiger Schmied könnte das zu nutzen wissen. Ja, jetzt habe ich nur mein Bogen ist noch nicht fertig. Ja, gut. Ich brauche 3 von diesen Platinbarren, damit ich auch meinen Bogen machen kann. Der fehlt jetzt noch auf göttlich. Ich habe hier auch eine neue Waffe bekommen. Aufspießer, den habe ich in der letzten Episode gefunden. Das ist die neue Waffenart, die es hier im DLC gibt. Es ist eine Edgear-Waffe, so heißt das Ding. Einfach wieder so eine zweihändige. Kritische Chance wird bei geringer Gesundheit erhöht. Ist aber auch Wolfsausrüstung nicht so wirklich was für mich. So, Ausrüstung abwerten. Aussehen ändern. Da wollte ich mal gucken, ob ich hier was Passendes finde, damit wir irgendwie Odins Auge noch ein bisschen verbinden können. Habe ich noch eine andere Augenklappe oder nur die eine? Die brennt halt die ganze Zeit, ne? Nee. Aber ich werd das Aussehen hier mal nehmen. Kostet ja nur Silber, so. Kann ich sonst noch etwas tun? Nope. Bis zum nächsten Mal. So, dann kann ich nämlich jetzt den Helm auch wieder anzeigen lassen. Besser als diese Vampirmaske. Zack. Und so hat er die Augenklappe. Vielleicht hat er die auch in den Gesprächen. Sie passt ein bisschen mehr dazu jetzt hier gerade in der Gegend. Wenn das Auge sonst immer nur so zugedrückt ist, sieht es ein bisschen blöd aus. Oder? Finde ich.
So, passt besser zu Harvey. Da ist der Ausgang und da ist der Herr. Ach, weißt du, du bist nicht der erste Fremde, der hierher kommt. Vor einiger Zeit sahen unsere Späher eine Jötun namens Hyrokin herumschleichen. Okay. Hyrokin? Zweifellos flieht sie vor dem Zorn Sotungs und Gunlöts. Ihren Namen habe ich an diesem Ort nicht erwartet. Ihre Anwesenheit könnte ein böses Omen sein. Oder auch überhaupt nichts bedeuten. In Asgard scheinen vage Aussagen an der Tagesordnung zu sein, was? Komm mit. Reden wir Klartext. Eine Sache verwundert mich. Ihr kauert hier in diesen Löchern wie Kaninchen. Warum wehrt ihr euch nicht? Am Anfang kämpften wir. Hart. Aber sie erschlugen unsere Anführer und zerstreuten uns. Nachdem sie uns getrennt hatten, waren wir erledigt. Dann schließt euch wieder zusammen. Erhebt eure Äxte. Werdet sie los. Ach, so einfach ist das. Hör mal, wir wissen nicht einmal, wo die anderen sind. Die Zufluchtsorte waren so geplant, dass wenn einer von uns erwischt wird, er nicht alle verraten kann. Aber ich wette, du könntest sie finden. Mein Ziel ist Surt und die Rettung meines Sohnes. Dass Surt nicht getötet werden kann, hast du mitbekommen. Ich sehe da ein Problem. Ich werde einen Weg finden. Andernfalls nehme ich ihm das, was er am meisten schätzt, und tausche es gegen Baldas Freiheit ein. Auf jeden Fall brauchst du unsere Hilfe. Du kennst dich hier nicht aus. Ich verstehe das schon. Das ist nicht dein Krieg. Du willst nur deinen Sohn zurück. Aber mit diesen Feuerriesen vor unserer Haustür ist nicht zu spaßen. Wenn sie uns finden, sind wir tot. Allerdings lieben sie es, sich gegenseitig zu bekämpfen. Das Einzige, was sie davon abhält, ist ihre Angst vor Surt. Schalte ihren Anführer aus und sie werden sich gegenseitig zerfleischen und wahrscheinlich zurück nach Muspelsheim fliehen. Dann wird Svartalfaheim endlich wieder den Zwergen gehören. Zwerge, die demjenigen, der sie ihnen zurückgegeben hat, sehr, sehr dankbar sein werden. Es gibt noch mehr Geschenke da, wo dieser Armschutz herkommt. Ich verspreche euch nichts, aber ich werde eure Zufluchtsorte aufsuchen. Vielleicht finde ich dort eine Möglichkeit, Baldr zu retten. Das reicht mir fürs Erste. Willkommen in Svartalfaheim, Harvey. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Ja, danke schön. Das sind schon schöne Aussichten. Geschenk an den Gott. 5100 Erfahrungspunkte. Alter, guckt euch diese Aussicht an. Das ist das ganze Gebiet, was wir hier in dieser großen Erweiterung erkunden dürfen. Svartalfaheim. Wo ist denn dieser große Turm? Da vorne ist dieser große Turm, wo ich mit Frick war. Und diese Musik, ey. Voll fett. Aber das hier kommt alles von Muspelheim. Das ist auch krass hier, ey. Okay, wo soll ich zuerst hingehen? Zu der Statue da. Einfach, weil die groß ist. Kein Fallschaden. Yay! Ach, okay, da ist ein Heuhaufen. Dankeschön. Macht ja jetzt schon wieder Bock auf mehr, oder Leute? Da haben wir Huga-Pflanzen. Alter, guck mal an, wie riesig diese Viecher sind. Greifen die mich an? Das sind nicht mal Riesenraben, ey. Oh ja, das sind Gegner. Kommst du da runter? Weil ich hab doch einen Haken. Hehehehe.
Hast du nicht mit gerechnet, ne? Aua, damit habe ich nicht gerechnet. So, angeln wir uns ein paar Vögel. Kraft des Raben. Ach was. Falsche Taste. Wähle einen Platz für diese Kraft. Kraft des Raben. Dieser Feind trägt die Kraft des Raben in sich. Solange sie aktiv ist, kannst du dich in einem Raben verwandeln und dich in die Lüfte erheben. So kannst du sonst unerreichbare Orte aufsuchen. Juhu. Dankeschön. Du besitzt diese Kraft bereits. Aber ich will noch mehr. Einfach mal die Kraft des Raben ausgezogen, ey. Ich bin Marshall Bravestar. Aber der hatte keinen Raben. Der hatte nur Augen des Falken. Okay, dann drücken wir mal L2, um das mal zu testen. Hui! Wir sind der Vogel. Kann man auch zum Reisen nehmen. Guck mal, da ist das Zeichen, dass wir da lieber uns verkleiden sollten. Ich muss mich in Acht nehmen. Beschleunigen, schweben. Oh, oh. Geht gleich aus. Ich brauche einen Landepunkt. Irgendwo hier. Falle ich dann vom Himmel, wenn das aufgehört? Ja, er stürzt dann hinab. Okay. Warum ist denn der Vogel weiß? So, hier an dieser Statue, da stehen Feuerriesen. Eine Riesenzwergenstatue. Cool. Okay, finde alle weiteren Zufluchtsorte. Zeichnungen oder mit der Karte zeigen den ungefähren Ort eines Zufluchtsorts. In der Nähe der Zufluchtsorte sind große Scharen von Vögeln zu finden. Okay, hier bin ich jetzt. Da ist ein Stein. Oder was ist das denn? Da sollte ich vielleicht nochmal hingehen. Zugucken. Ist das die Statue? Doch, das könnte die Statue sein, oder? Weil sonst wäre die ja auch irgendwie hier auf dem Bild. Müsste die sein. Erstmal die ganzen neuen Symbole lernen. Ich werde erstmal hier wieder in dem ersten Gebiet bleiben. Also hier in Güllenmar. Das sind ja... Okay, gibt es doch mehr Reichtümer und sowas, ja. Und mehr... Die Gebiete sind sehr groß. Also die Karte täuscht ein bisschen. Wenn man hier mal sieht, wie viel Reichtümer da sind und wie viele Rätsel, sind das sehr, sehr große Gebiete. Soll aber auch ein sehr, sehr langes DLC sein. Das sieht nach einem Feind aus. Die Synchronisationspunkte sollte ich mir ja hier auf jeden Fall holen, in diesem Gebiet. Machen wir vielleicht mal wieder so ein Gebiet fertig, bevor wir dann ins nächste ziehen, würde ich sagen. Und damit fangen wir an, weil das ist irgendwie so ein Steinsymbol. Vielleicht gibt es ja Quarz. Also, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten in der für die heutige Episode. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Valhalla, die Zeichen Ragnaröks. Ciao.